und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Jetzt wird's stressig. Der gibt, glaube ich, so ein kleines Händler-Battle. Ich muss ganz ehrlich sagen, hab mir natürlich auch ein Vergleichsangebot geholt von den neuen Händlern. Jeder will ja so gut es geht wirtschaften. Ja. Warum kommt denn der nicht in die Pötte hier? Oh, 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 das gibt noch mal richtig Ärger, glaube ich. Bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was es für ein Vergleichsangebot gibt. Bräuchte die Maschine halt doch relativ zeitnah. Hm. 877. Alter, das wird auch immer weniger. Okay, wir haben auf jeden Fall die Miete drin für den Anhänger. Das waren nämlich 500 Euro. Und noch ein bisschen was on top kriegt man auf jeden Fall. Vielleicht. Jo. Muss mal gucken. Dünger brauche ich auch noch, stimmt. Dünger. Dünger ist so ein Problem. Naja, ich glaube, ich habe hier noch so zwei Ladungen. Und dann passt das.
Aber so viel liegt, glaube ich, nicht mehr auf dem Feld. Aber ich muss sagen, eigentlich der Xerion im Vergleich jetzt beim Strohfahren, ha, minimal besser. Nicht wirklich. Also, beziehungsweise nicht viel besser. Hätte ich eigentlich mehr davon erwartet. Alter, ich habe das Knöpfchen gedrückt. Bin mal auch gespannt, wann der Zimmermann wieder auftaucht, weil der muss ja. Ne, wird er mir Wichester? Julian. Ne, der Richter. Der Julian Richter. Der muss nämlich noch einen Führerschein machen. Der entzieht sich gerade irgendwie der Maßnahme, habe ich das Gefühl. Das finde ich nicht so toll. Volker Wauna, hallo. Hallo, ist der Neumann. Jupp, hi. Ich hab das Angebot. Jo. Sag an. Das wären 579.600 mit Steuern, Gewinn einberechnet. 579.000? 600, ja. Okay. Jo, ich melde mich gleich nochmal. Jo. Danke, tschö. Tschüss. Weiß gar nicht mehr, was das andere war. Bro, runter zum Händler. Hallo? Hallo. Herr Müller? Ja. Ja, was hatten wir denn ausgemacht, wie viel das kostet? Boah, da fragen sie was. Waren das 580? Ich melde mich bei Ihnen zurück. Jupp. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ich weiß nicht mal, was wir ausgemacht hatten. Ich meine 580. Dann würde ich ganz ehrlich sagen, bleibt man dabei. Also ganz ehrlich, also dann würde ich beim alten Händler bestellen, einfach damit er damit er glücklich ist, sage ich jetzt mal. Ja, vor allem der Weg ist auch kürzer.
Vielleicht gibt er mir sogar die den Transport kostenfrei. Dann würde ich da nicht lange rumfackeln. Dann würde ich einfach sein Angebot annehmen. Aber ja, so ist es halt jetzt. Kann leider nichts dafür, das Kartellamt. Hat halt gemerkt, dass es nur einen Händler gibt und dass der sozusagen Preise machen kann, wie er will. Und das ist denen negativ aufgefallen. Darum haben die wohl entschieden, dass es einen zweiten Händler geben muss. Hoffentlich findet er das schnell raus. Bräuchte die Sachen schon relativ dringend. So langsam. Da ist er ja schon. Folge Varuna, hallo? Hallo Varuna. Jo. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, das passt so. Also es waren 580.000 insgesamt. Ach, fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Okay. Ja, also teurer wäre es dann nicht geworden. Ich stehe gerade sogar, ich überlege gerade sogar, was halten Sie denn von 500 und ja, machen wir einen Moment. 78.000. Am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Ja, sehe ich ja auch so. Ja, ich muss ja gucken, dass ich jetzt konkurrenzfähig bleibe. Ja, was anderes wäre mir viel wichtiger. Wie schaut es mit der kostenfreien Lieferung aus? Ja, das Problem ist, warten Sie mal, lassen Sie mich mal kurz mit dem Resex telefonieren. Ich guck mal, was der nimmt, sonst muss ich selbst ran. Okay. Ja. Jo, dann, bis gleich. Ja. Eigentlich wollte ich ja nur eine kostenfreie Lieferung. Der kann ja einfach liefern. Kostet ja nichts. Weiß jetzt nicht, was weshalb der noch einen Preisvergleich beim Jürgen macht. Keine Ahnung. Wieso das für ihn relevant ist. Ich weiß auch nicht, weshalb das Ding da oben immer aufgeht. Mal, dass ich jetzt, ja, eine Ladung bringe ich noch weg. Dann haben wir knapp 4.000 Euro gemacht. Dann haben wir zumindest die Steuern von letzter Woche schon mal wieder drin. Das ist schon mal von Vorteil. Ich muss sagen, der Müller ist ganz schön schnell heute. Volker Varuna, hallo? Hallo Varuna. Yo. Ja, es wären 580 dann mit Lieferung. Vom Handrail 6. Also je nachdem, wie sie es wollen. Also wie jetzt? Ja, also nochmal. Er nimmt 2600 für die Lieferung, die 600 erlasse ich ihnen. Hm? Ja. Okay. Also. Ja, dann machen wir das. Gut, dann werde ich Ihnen das bestellen. Dadurch, dass es ja schon relativ weit der Vorgang ist, wird das heute auch im Laufe des Tages kommen. Okay. Jo, also. Lieferung bitte zum Sägewerk. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Jo, danke ich recht schön. Jo, Ihnen ein. Ja. Nee, Rechnung schicken sie ja dann nochmal wegen den Steuern, ne? Genau. Mach okay. Aus.
Gut. Ja, dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Gut. Gut, also, ja. Ich will dem ja auch nicht zu sehr ans Bein pinkeln, aber... Andere Leitung. Hallo, ist der Neumann? Ja, Neumann. Du, das mit dem Angebot hat sie erledigt. Okay. Hab was Besseres gefunden. Ah, okay. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, also. Muss man ja dann auch so ehrlich sein, ja? Dann haben wir das Stroh alles abgeliefert, das freut mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.